Wir stehen heute hier am sowjetischen Ehrenmal bei der Mutter Heimat, bei der Figur, die die Toten betrauert. Und wir stehen heute hier, um den Befreiern der Sowjetunion, der Anti-Hitler-Koalition zu danken und ihre Erinnerung an sie zu ehren. Ja, wir haben uns dieses Jahr gegen ein Fest entschieden, weil die Festlichkeit mit Blick auf diesen Angriffskrieg in der Ukraine ausgehend von Russland so einfach nicht mehr gegeben ist. Es ist auch der Plan Putins gewesen, diesen Tag als seinen Tag des Sieges zu instrumentalisieren. Allgemein findet gerade sehr viel Geschichtsrevisionismus statt. Also Geschichtsrevisionismus ist hier zur Waffe geworden und dem müssen wir heute mit aller Klarheit und Ruhe etwas entgegensetzen und einfach damit aufräumen, was dort quasi jetzt verzerrt wird und instrumentalisiert wird. Die Berliner Polizei hat ja das Zeigen der russischen, ukrainischen Flaggen, die Bezug zum russischen Zarenreich herstellen, verboten. Allerdings auch die Sowjetflagge. Das mit der Sowjetflagge ist ein politisches Problem, weil die Sowjetunion ist nicht Russland und Russland ist nicht die Sowjetunion. Diese Gleichsetzung ist ja genau eine der Narrative, die von Putin betrieben werden, und das finden wir natürlich falsch. Die Sowjetunion lag auf anderen ideologischen Grundlagen, als es der russische Staat heute tut. Und die Sowjetunion ist eine von den vier Siegermächten der Anti-Hitler-Koalition, also der vier großen Siegermächte, zusammen mit den USA, Frankreich und Großbritannien. Sie ist in Symbolen hier auch auf dem Treptower Ehrenmal verewigt. Und als solche Siegermacht finden wir es politisch falsch, dass die Fahne nicht hier gezeigt werden darf. Das finden wir schade. Zum Glück sind von den Auflagen unsere Fahnen, also die Fahnen der VVN-BDA, nicht betroffen. Die Rote Armee befreite Auschwitz, befreite Berlin. Für Millionen Menschen, Opfer der narzisstischen Diktatur, kam dieser Tag zu spät. Für Juden und Jüdinnen, Sintesse und Romnia, Homosexuelle und Zwangsarbeiterinnen. Die Rote Armee, in der Angehörige aller Republiken der damaligen Sowjetunion kämpften, befreite Berlin, befreite Auschwitz. Спасибо. Thank you. Merci. Die bedingungslose Kapitulation Deutschlands ist in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai unterschrieben worden von der Wehrmacht. Das war hier in Berlin noch der 8. Mai, aber in Moskau, in der Sowjetunion, war es schon der 9. Mai. Und deswegen gibt es den 8. und den 9. Mai beide Daten als wichtige Daten der Befreiung Europas vom Faschismus. Also die Berliner Polizei ist weiterhin der Meinung, dass wir diese Boxen nicht benutzen dürfen, sonst beschlagnahmen sie diese Boxen. Das finden wir eine Frechheit, das ist ein unverhältnismäßiges Vorgehen. Anscheinend ist Meinungsfreiheit auch hier nicht erwünscht, wenn der russische Botschafter oder andere BotschafterInnen sich anhören müssen, dass Krieg scheiße ist. Also wir fordern ganz klar, dass die Waffen niedergelegt werden. Wir positionieren uns ganz klar gegen den Krieg. Wir unterstützen VVN-seitig keine Waffenlieferungen. Und vor allen Dingen sagen wir, es kann nicht sein, dass hier von unterschiedlichen Seiten Putin-Hitler-Vergleiche stattfinden, dass von einer Denazifizierung gesprochen wird. Und also hier wirklich Vergleiche mit dem Dritten Reich, mit dem Zweiten Weltkrieg, Holocaust stattfinden und damit einfach das größte Verbrechen der Menschheit relativiert wird. Also dieser Tag ist für mich tatsächlich wichtig, auch um den unterschiedlichen Communities post-sowjetischer Menschen hierzulande tatsächlich auch einen Dank auszusprechen und sich das auch nochmal wirklich gewahr werden zu lassen, was gerade die Sowjetarmee für ein Opfer gebracht hat, um gerade Berlin, also wirklich mit einer Berliner Perspektive, um Auschwitz zu befreien. Auch hier am Ehrenmal zu sein, wo die BefreierInnen Berlins ja auch zu 7000 beerdigt sind, ist
super wichtiger Anlass. Es gibt ja seit Jahren Menschen, die auch zu unserer Veranstaltung kommen, die zu uns an den Stand kommen, sich super freuen, dass wir jedes Jahr da sind, dass es einfach auch so ein Interesse, ein gegenseitiges gibt. Das finde ich ist sehr wichtig an diesem Tag und deswegen bin ich auch hier, seitdem ich VVM-Mitglied bin. Ja. We'll be right back.